25 Jahre Fire and Ice. Ich meine, der Film ist ein Kultfilm und für mich natürlich auch, wenn man so will, der Ursprung von vielleicht auch dem, was ich heutzutage mache. Also erstmal fand ich schön, die Chance zu bekommen, selber ein T-Shirt machen zu dürfen. So fing es ja an und eine große Ehre, deswegen wollte ich es auch auf jeden Fall selber machen. Meine Illustrator-Skills reichen aber nicht ganz aus, deswegen habe ich mit Martin Bauer, einem Freund von mir zusammen, das gestaltet. Gut, ich jetzt als Skifahrer, liegt nahe, dass ich was mit Skifahren mache. Das wollte ich aber nicht unbedingt. Und wie ich nochmal so den Film einfach angeschaut habe, bin ich eben auf die spezielle Szene im Wald gestoßen. Das spricht mich total an, ich liebe Wald. Und dazu fand ich eben diese Breakdance-Szene extrem cool. Finde ich ein sehr aktuelles Thema auch. Und wollte das eben verbinden. Und so kam es zu dem Design letztlich. Und wie gesagt, es hat echt super Spaß gemacht. Und ja, ich finde es eigentlich ganz cool. Gotta not be cliche, gotta kick it like a sensei.